So, moin moin meine Lieben, hier der Wally. Kann sein, dass das Mikrofon ein bisschen kratzt, I'm sorry, aber ich hoffe, ich kann das Nötige euch mitteilen. Hier kurzes Infovideo zum Thema Multiplayer und generell Plugins. Ich fange einfach mal mit Multiplayer an, weil davon die meisten gefragt haben. Und fangen wir direkt mal an. Hier, ihr bekommt einen Link oder zwei Links von mir. Zum allererstes Multiplayer, wo ihr die ganzen Dateien bekommt. Zu einem hier. Je nachdem, was ihr habt, Steam oder Oculus. In dem Fall, ich spiele über Steam, also würde ich mir das ziehen. Denn das braucht ihr nicht, außer ihr habt vor, einen ganzen eigenen Server zu erstellen. Aber pff, braucht man nicht. Aber mehr als genug. Auf jeden Fall, ihr zieht euch das runter. Das ist diese Datei hier. Ihr öffnet sie und da sind dann die Dateien drin, die ihr braucht. Ihr sucht euren Beat Server Ordner auf. Ihr sucht raus. Ihr sucht euren Beat Server Ordner raus. Ich habe es schon gespeichert. In dem Fall bei euch wäre es dann halt irgendwie, keine Ahnung, C, Programme, Steam Apps kann man bisher. Ich habe es ein bisschen separat gespeichert. Aber bei Upsteam sollte es ungefähr genauso sein. Ah, geht's hier rein. Das erste, was ihr braucht, ist Plugins. Öffnet Plugin-Ordner. Schiebt die Datei da rein. Sie ersetzen. Amen. Dann in den nächsten Ordner. Beat Server, Management. Und du. Warte mal, wo war das? Habe ich bisher Data. Ah, hier. Und ebenfalls rüberziehen. Bei mir, ich habe diese Datei, deswegen bei mir ersetzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Entweder müsst ihr das zum ersten Mal reinschmeißen und es ist clean. Oder ebenfalls ersetzen. Dann noch zu Thema Servers. Wir haben hier eine Datei, wo ein paar aufgelistet sind. Es hat über eine sehr lange Zeit gehalten und ich denke mal, es wird auch noch eine längere Zeit halten. Wenn nicht, lade ich das separat hoch. Das kommt aber in User Data hier rein. Reinschmeißen. Wenn ihr es habt, Dateien zu ersetzen. Wenn ihr es nicht habt, dann halt eben nicht, ne? Was noch ganz wichtig ist für Multiplayer, dass ihr auch Custom Avatar habt. Es ist so, wenn ihr in den Raum reingeht und andere Leute sieht, die seht ihr als Avatare. Auch wenn es nur ein blauer Klumpen ist, ihr seht sie trotzdem als Avatare. Das muss halt das Spiel verstehen. Deswegen auch diese Datei. Wie ihr dazu kommt, oh, tun wir das mal weg. Ist dann der zweite Link gut. Genau, hier. Beat Saber. Ja, Botsiebe. Beat Saber Mod Manager. Ihr ladet das Ding runter. In der Regel reicht es einmal. Ihr öffnet die Scheiße. Und dann wartet ihr kurz. Direkt kurze Info zu dem. Angenommen, ihr habt jetzt schon ein paar Plugins drin. Und es kommt von irgendwas ein Update raus, von einem einzelnen Plugin. Es ist so, dass ihr alle Plugins, die ihr haben wollt, nochmal anklickt. Auch wenn ihr die schon drin habt, nochmal wiederholen. Es ist so, ich habe es mal ausprobiert, dass ich nur eine Sache wollte. Nur die eine Sache auch angeklickt habe und allen anderen Plugins plötzlich weg waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir einfach nur so war, als irgendein Fehler oder wirklich ein Feature von diesem Manager ist. Auf jeden Fall, wenn ihr auch nur eine Sache updaten wollt, alles nochmal auswählen, was ihr davor hattet. So, braucht ein bisschen. Ah ja, und es ist noch ganz wichtig, dass ihr regelmäßig schaut, sobald ein Beat-Saber-Update rauskommt, was für Plugins überhaupt dann noch funktionieren. Die werden dann in der Regel erst dann aufgelistet, wenn sie auch hundertprozentig gehen. Ja. So, hier habt ihr dann alles, was so funktioniert und was relevant ist, bis auf Multiplayer. Den müsst ihr separat eigentlich runterladen, aber ich sehe hier, ist er auch dabei. Falls er geht, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt separat gemacht, wie auf der sicheren Seite. Und hier ist Custom Avatars, was ihr halt auch noch unbedingt für Multiplayer braucht. Nicht vergessen zu installieren. So. Ja, das wäre soweit alles. So viel dazu. Ich hoffe, ihr habt sämtliche nötige Informationen. Ich konnte das relativ sauber rüberbringen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und viel Spaß auf unserem Server. Hasta la vista.